Probably isn't how you pictured your first spring festival, huh? Not exactly. Coffee? Und damit, Leute, erstmal ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Life is Strange 3 to Colors. Und ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast zu diesem neuen Video, Leute. Und ihr könnt sehen, wir sind jetzt hier stehen geblieben bei dem Officer Pike. Warum will er uns beim Revier haben? Es ist komisch. Da würde ich sagen, Leute, gerne like, wenn es dir gefällt. Und ich möchte keinen Kaffee. I'm alright. Think so. Sag einfach, was du brauchst, Mann. Cause we're actually out. Was fragst du dann, hä? Pike, why am I here? The long and short of it is, Diane is charging you with stealing her USB drive. Oh. That's bullshit. I haven't done anything wrong. They're the criminals here. Die zeigen uns an, oder klagen uns an. Did you steal this USB drive or not? At least tell me you looked at it. I can't. Sorry. Du musst! Hä, du musst es einfach, Pike. Das sind Beweise drin, dass Gabe gestorben ist. You're conducting an investigation into Typhon, right? Everything you've been looking for is on that drive. Despite my best efforts, the case is closed. Er wurde bezahlt. The order came down today. I did what I could, but you know, the evidence just wasn't there. Er wurde so fett bezahlt, Leute. Ihm wurden bestimmt mehrere Tausend in den Arsch geblasen. Meine Güte, Pike. Ich habe mehr erwartet. Ich habe viel mehr erwartet von dir. I have the evidence. Right here. It doesn't matter. Look. What happened to my brother wasn't an accident. It was criminal. The files on that drive prove it. That could be true. But let's say it is. The issue is, you stole Typhon's property. I can't work with that. Ja, ich kann es schon verstehen. Wir haben es geklaut. Das ist auch strafrechtlich natürlich, aber das sind Beweise. Da hört man doch raus, warum die Gabe getötet haben oder warum die einfach drauf geschissen haben. Okay, I get the point. I'm sorry, ja, I stole the drive, but... Apologizing isn't enough. Was? Alex, you're not thinking about this clearly. Seems pretty clear to me. Diane wants to charge you with computer fraud. That's a federal crime, Alex. 5 bis 10 Jahre. Easy. Für Beweismaterialien beschaffen. You're telling me I might go to prison for this? For 5 to 10 years? Das ist doch Schwachsinn. It's not that bad. Hey, I talked to her. And despite how angry she is at everything you did, she's willing to let it go. If you agree to drop everything, Typhon won't press any charges. Oh mein Gott, Typhon, die müssen so verdicht machen. Diane, hasst doch Typhon doch ein bisschen selber. Ich meine, die haben sehr Sündenbock gemacht. Ich verstehe es nicht. Ich glaube, Typhon macht es selber. Ich glaube, Diane will es eigentlich auch, dass sie auffliegen. Aber sie muss es tun, sonst ist sie, glaube ich, in großer Gefahr. Why would she do that? She just wants this whole thing to go away. This is how to make that happen.
Fuck that. I'm not signing anything. Alex. No. Typhon buried something in the mountains. Something so massive, they ignored Gabe's call and set off the blast just to cover it up. Don't you want to know what it is? What do you mean, cover it up? Another blast, unannounced, set off at the exact same time at the old mining site. And all of it happened just a few weeks before inspections were set to begin. Come on, Pike. It's all right here. Komm schon, Pike, komm schon, Gronk. Like I said, it doesn't matter. Alex, please, just sign the form, and we can both go back to the party. No. Alex, this is not an offer that you can choose. I said no. No, it's not an option. Was willst du machen, hä? Warum rastest du so aus? Er hat selber Angst. What are you so scared of? Vor Typhon. Er hat so Angst vor Typhon, der Mann. See for yourself. Shit. What could be in that envelope? Fuck me. Wir lesen mal rein. Typhon Minengesellschaft Verzichtserklärung. Die Typhon Minengesellschaft, hiernach bezeichnet als Entlaster, erklärt sich bereit, alle Anklagen gegen Alexandra Chen, hiernach bezeichnet als Entlastete, fallen zu lassen. Anklagepunkte, die fallen gelassen werden. Ein erstens Anklagepunkt wegen Computerkriminalität gemäß USC 1030A2C. Ein 1 Anklagepunkt wegen Diebstahl. Aber das werden wir nicht unterzeichnen, Leute. Das werden wir nicht unterschreiben. Das sind so eine Idioten. Bedrohungseinstufung. Person Chen Alexandra. Feindliche Einstellung gegenüber Typhon. Bruder Gabriel Chen starb bei einem Unfall, der mit einer Typhon-Sprengung zu tun hatte. Einstufung. Informationen zeigen, dass die Person entschlossen und effizient ist. Negative Einstellung hält über die vorausgehende Trauerbewältigung hinaus. Verdächtige scheint ebenfalls im Besitz von vertraulichen Daten und Informationen zu sein. Priorität der Bedrohung 1. Sofortiges Einschreiten erforderlich. Die haben uns fotografiert. Die kranken Schweine. Sogar fast einen Monat haben uns in Auge behalten. 1.5. begann mit der Beschatzung der Person nach dem Treffen mit Mac Loudon. Person traf sich mit einem Mann, der als Ryan Lucan identifiziert wurde. Wenig Bemerkenswertes zu berichten. 13.5. Person verbrachte 3 Stunden in der Wohnung. Wi-Fi-Überwachung enthüllte Suchen nach Typhons Geschichte und Aufzeichnung zu Gerichtsverfahren. Yo! Und das dürfen die machen, oder wie? Die dürfen uns so so beschatten, oder wie? Und wir dürfen das nicht tun. Also, USB-Stick klauen ist jetzt auch nichts Gutes. Klar, das ist Diebstahl. Aber uns so zu beschatten, unsere Wi-Fi-Suchleisten zu untersuchen, das ist doch genauso eine Verletzung in die, Privatsphäre. Person traf sich mit Klient in der Black Lantern und unterhielt sich. Es scheint, als habe die Person ein Objekt vom Klienten gestohlen. Feindliche Einstellung gegenüber Typhon. Enger Freund Gabriel Chen starb bei einem Unfall, der mit einer Typhon-Sprengung zu tun hatte. Oh mein Gott! Ryan wird auch untersucht oder halt beschattet. Und bestimmt auch Steph, oder? Ja, es war klar. Stephanie Greenbridge. Genau dasselbe. Hat sich als einfallsreich und gefährlich erwiesen. Ihr seid doch einfach ein bisschen krank. Ihr Idioten. What did you expect? Huh? The Typhon, a global organization with billions in revenue, an army of lawyers, and who knows how many politicians in their pockets would just throw up their hands and say, you got us. I thought I could get justice for Gabe. Wir alle dachten das. Well, Typhon has their own idea of justice. Shit. Du musst uns helfen, Pike. Believe me, I want nothing more than to make these fuckers pay. I've learned the hard way that it's not possible. They're too big. Too connected, too ruthless.
You can hate me if you want. Call me a coward. But I don't want to lose you like we lost Gabe. Pike is terrified of Typhon. I bet if I took his fear away. But it's not just about me. Steph and Ryan are in danger too. Die Sache ist ja die. Fuck. I want to hurt Typhon so bad. But can I really put their lives at risk along with mine? Sag nicht, wir können es entscheiden. Die Sache ist die, Leute, wenn wir jetzt Pikes Angst nehmen, dann haben wir auch Angst vor Typhon. Ungewollt natürlich. Oder ich glaube, Alex hat schon ein bisschen Angst vor Typhon, aber sie will es nicht zeigen. Aber dann wird sich das dann noch bestärken, wenn sie seine Angst nimmt. Oh Gott. Ich will aber nicht, dass sie davon kommen. Wir haben Beweise. Wir haben alles auf dem Stick. Aber wenn wir es nicht tun, dann ist da Stephanie und Ryan auch in Gefahr. Und ich glaube, wenn wir es nicht tun, wenn wir es nicht unterschreiben, dann wird einer von den Safe sterben. Oder irgendwas in der Art. Wird irgendwas passieren. Oh, was sollen wir tun, Leute? Was sollen wir tun? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist hart. Die Entscheidung ist sehr hart. Aber ich weiß nicht, ich tendiere doch eher dazu, seine Angst zu nehmen. Ich weiß nicht warum. Mein Bauchgefühl sagt es. Das ist wieder 50-50, ein bisschen. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn wir Pikes Angst nehmen von Typhon, dann wird er uns bestimmt auch helfen. Weil er hat nicht mehr so viel Angst vor Typhon und ich hoffe, das wird was. Wir machen das, Leute. Wir machen das. Die werden dafür büßen. Die werden dafür bezahlen, dass sie uns so verarschen wollen. Do you want to risk your life over this? Gabe, Mac, Alex, who's next? Fuck. 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 Just keep your head down, dummy. You're just a shitheel. Typhon's major league. Nein. Typhon doesn't lose. Typhon disappears, people. Let them get killed. Not you. Was? Ich hab mehr von Pike erwartet. Ich dachte, er wäre einer für Gerechtigkeit. I am too. I know you think that Typhon is too big, too invincible. But they're not. I will bring them down. I just need your help. Für Gabe, hab Mut. Für Gabe. If not for me, then for Gabe. Please. Fuck. I'll think about it. Das mussten doch auch bestimmt Thank you. Doch neugierig machen. Get the hell out of here. Really? Das Alex. Muss ihn noch neugierig machen als Polizist. Be careful. Kann doch nicht sein. Du auch, Pike. Oh, Junge. Also wenn er jetzt drauf zugreift, ich glaube, dann ist er auch in ganz großer Gefahr. Oh, Mann. Das wird spannend. Oh, was wird mit Steph passieren? Was wird mit Ryan passieren? Was wird mit Alex passieren? Was wird generell in Haven Drinks passieren? Diese verdammten Typhon-Idioten. Alex, komm vorbei, wenn du Zeit hast. Jets, Tervin, Black Lantern. Es gibt immer eine Entkorbungsgebühr. Okay. Alles klar. Those pictures. How long have they been watching us? And what will they do if... Und das meinte ich. Ist das jetzt dieselbe Angst, die Pike hat? Oder ist es ihre Angst oder einfach die Überreizung der ganzen Emotionen, die sie schon aufgesammelt hat?
Weiß man nicht. I have no idea what to do next. Maybe talking to Jed will help me feel better. Das muss einfach. First, I need to get out of this dress. Die Sache ist ja die, wenn Pike nicht mehr helfen kann als Polizist, als Sheriff in der Stadt, wer soll es dann sonst tun? Typhon ist anscheinend zu riesig für alles hier. Was für ein Fest, Haven. Wir haben gegessen, getrunken und uns amüsiert. Wir haben Chilis probiert, zum Sieg getanzt und einen wundervollen Frühlingsabend in unserer schönen Stadt genossen. Danke an alle für ein weiteres grandioses Jahr. Ah, wenn die wüssten, was eigentlich abging oder generell abgeht hier in Haven Springs. Wieder in alter Normalität hier mit Alex. Sieht schön aus, sieht sehr schön aus. Ich schau mal ganz kurz, ob wir uns umziehen können. Nee, das geht nicht. Okay, dann würde ich sagen, gehen wir zu Jets. Hä? Ah, das ist dieser Automat. Okay, dann würde ich sagen, Leute. Ja, lasst uns runtergehen, Leute. Aber ich habe noch so viele Fragen im Kopf. Ich hoffe, die werden noch in den letzten Episoden beantwortet. Was begraben sie? Warum macht Typhon irgendwie so viel Scheiße? Und irgendein Charakter hier im Umfeld muss da irgendwas auch gemacht haben. There she is. Have a seat. Something tells me you've had a more exciting spring festival than you planned for. You saw Pike arrest me. And let you go, apparently. Then there's that business with Ryan and Steph earlier today. I wasn't sure why it took all three of you to work out Diane's lunch order. Ahnt was. I know you're used to looking out for yourself. Gabe was like that. But Haven's a community. We help each other. I want to help you. But first, you have to let me know what's going on. Fuck it. What have I got to lose? Typhon killed Gabe. I have proof. What proof? I stole it from Diane. Emails and documents proving there was a second explosion the night Gabe died. To cover something up, Jed. Some secret they buried. I don't know what it is. I don't even know what to do next. But I'm not giving up. Not ever. Ich habe ein mulmiges Gefühl. Oh, was? Was? Was ist das? Sag, hau Please, raus. Jed. What's the truth? What are they afraid of? Typhon's the devil that runs this town. I've been carrying their secrets for far too long. I know what they buried in the mountains. Ooh! Tell me. I'll do one better. I'll show you. Die Katze ist aus dem Sack, Leute. Die Katze ist wirklich aus dem Sack. Das wird spannend. Jed wusste There, die ganze Zeit, was hier abgeht. Warum hat er nichts gesagt? Where are we? Middle of nowhere. About 2 clicks that way is the mining site where you search for Ethan. 5 clicks that way is town. What is this thing? Ventilation shaft.
They're scattered everywhere. Over the years, mines grow into mines, creating a labyrinth under Haven. What you're searching for is down below. Jet sollte vorgehen, er sollte vorgehen! Nein. Jed. Why are you sad? Oh nein, er hat gerade nach irgendwas gegriffen und er hat eine Waffe, oder? Da waren Klicken. Es war... Oh mein Gott, ich sagte doch, Jed soll vorgehen. I'm sorry, kid. Warum? Was passiert hier? Jed. What are you doing? I tried to talk you out of it. Scare you off. I was sure those pictures of Ryan and Steph would do the trick. Hey, man. But you were relentless. Won't leave damn well enough alone. You don't have to do this. I do. 12 years ago, I made a mistake. The kind of thing that you can't undo. The Typhon made me a deal. A way to save my town. Give my boy a normal life. Oh, I never wanted man. Gabe to get hurt. Warum Jets? Go to hell. Oh, was? Einfach abgedrückt. Er hat kaltblütig abgedrückt. Aber Leute, es war irgendwie klar, dass der Netteste in der Stadt oder generell die Nettesten die wahren Bösen sind. Also hat Jet Gabe getötet? Oder wie soll ich das hier verstehen? Aber nee. Er hat ja gesagt, ein Angebot. Ich glaube, die haben ihm angeboten, dass wenn er Alex los wird, dass sie dann ihm alles geben, was sie wollen, damit er leben kann. Und er nimmt es einfach an. Er nimmt es einfach an. Und er drückt einfach ab. Aber was für ein Fehler? Er meinte, vor 12 Jahren hat er einen Fehler gemacht. Was für ein Fehler? Das Problem muss ja schon länger bestehen, dass er so eine Scheiße baut. Oh, Junge. Das wird spannend, Leute. Aber Alex kann nicht sterben. Er hat ihn doch safe getroffen, bestimmt. Das war doch voll ins Gesicht, oder nicht? Ein Headshot war das. Oder habe ich mich da verguckt? Pike hat Alex gehen lassen, nachdem sie ihm seine Angst nahm. Die Mehrheit hat das getan. Oh, die Rose habe ich vergessen. Wissen wir denn 5%? Scheiße. Auf der Couch gesessen. Steph hat Alex nicht auf dem Dach getroffen. Kann man sogar auch machen. Und ich glaube, hätten wir jetzt die Rose Ryan gegeben, dann würde er sagen, kommst du auf dem Dach. Krank. Sehr, sehr krank. Riley blieb. Riley ist aufs College gegangen. Also sie ist doch geblieben. Krank. Sehr, sehr krank. Man kann doch helfen, das zu gewinnen, diese Gelee-Bohnen-Zähler. Das wollte ich doch machen. Scheiße. Da würde ich sagen, Leute, Alex hat ihre Kräfte nicht auf Ducky angewandt? Man kann hier so viel entdecken. Ich habe alles gefühlt verpasst. Da würde ich sagen, Leute, gerne liken, wenn es dir gefallen hat. Die nächste Folge wird sehr, sehr krank. Und da würde ich sagen, Leute, wir hören uns dann. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal bei Episode 5 von Life is Strange True Colors. Ciao, ciao.